Hey Leute, willkommen zurück zu Everybody's Gone to the Rapture. Heieieiei, wir haben letztes Mal was gehört. Und zwar, wie Steven diesen Luftschlag angefordert hat. Es hat sich dabei um Gas gehandelt, nicht wie ich vermutet habe, um Sprengkörper. Ja, ich glaube, mit Gas kann man auch viel mehr Fläche abdecken. Zumindest, wenn man nur die Menschen töten will, die in dem Tal leben. Das ist sehr traurig. Und er hat's durchgesetzt. Sie haben es wirklich abgeworfen und haben die Menschen ausgelöscht. Was haben wir hier? Tipworth and Haverton. Agrokultur. Ich wette mit euch, hier finden wir noch was. Ja, und diese Luftsirene, ich bin echt hingelaufen. Die haben sie nicht abgestellt, als ich dort war. Oha. Was ist denn hier los? Die Sounds. Ist ja unheimlich. Und schon wieder ein Telefon. Ist hier eine Zelle irgendwo? Da oben steht eine. Ja, es hört sich echt unheimlich an, diese ganzen Geräusche. Diese Geräuschkulisse. Ach ne, da drin. Ist das da oben eine Telefonzelle? Ich sehe es nicht so richtig. Aber hier ist auch ein Telefon. Es ist überall im ganzen Tal. Kapierst du das nicht? Das ist nicht irgendwas Abstraktes. Was immer da in den Turm gelangt ist, ist jetzt draußen. Das ganze Tal steht unter Quarantäne. Es ist direkt hier, im Observatorium. Es ist in der Welt. Es passt sich an und breitet sich aus. Verstehst du mich? Aber wir können es nicht abweisen. Es ist zu weit gereist. Kate, es verschwinden Menschen. Schließ den Kanal, jetzt! Nein. Wenn du mir nicht hilfst, dann mache ich es alleine. Ich werde die ganze Energie durch Turm 6 leiten. Warte. Kate! Warte! Oh, es versucht wieder durchzukommen. Kate, warte! Oha. Er wollte es aufhalten und sie wollte es weiterleiten. Das ist keine gute Idee, dass sie da gegeneinander gearbeitet haben. Aber andererseits hat sie vielleicht das Richtige getan. Man weiß es noch nicht. Ich meine, die ganzen Menschen sind weg und offensichtlich ist keiner mehr am Leben. Oder vielleicht einfach nur eine andere Existenz? Weiß man nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich gerade bin. Ich möchte jetzt... Ach, da ist eine Karte. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt noch nicht weitergehen. Aber ich schätze mal, wenn wir am nördlichsten Punkt der Karte sind, haben wir es hinter uns gebracht. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, ich bin jetzt hier. Na, sehr gut. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Public Footpath. Und da geht's auch wieder rüber. Ist das hier die Appleton Farm immer noch? Ich werde jetzt mal ein bisschen das Sprinten benutzen, beziehungsweise das schnelle Laufen, weil sonst werde ich ja ewig verbringen. Guck mal, seht ihr, wie es schneller wird? Ui, das sagt einem aber keiner, außer ihr in den Kommentaren, weil in der Steuerung steht echt nur, dass man den X-Knopf hat, um mit der Umgebung zu interagieren, aber das war's auch schon. Laufen und umsehen, mehr stand da nicht. Oh, guck mal, dort fliegt wieder was. Ja gut, ich meine, jetzt laufe ich wieder zurück, oder? Ja, ich laufe jetzt wieder zurück zur Farm. Da ist wieder die Windmühle. Weh. Nee, aber wie gesagt, es gibt dort oben nichts an der Windmühle. Man hört zwar die ganze Zeit die Sirene, doch mehr ist da nicht. Na gut, da unten war ich schon. Da haben wir das mit dem Fahrrad mitgehört. Ach stimmt, genau, die Telefonzelle, die haben wir schon benutzt da oben, genau. Habe ich hier damals umgedreht? Also hier war das letzte Mal. Wahrscheinlich.
Na gut. Nee, dann gehen wir jetzt mal zurück durch den Hintereingang hier auf das Grundstück. Oh, immer dieser Wetterwechsel. Jetzt wird es wieder dieses... Oh. Jetzt kommt wieder dieses rosa-orangene Licht. Das ist echt gut. Also nicht, dass mir die Farben so gefallen, aber es ist jetzt sehr stimmig. Würde gern wissen, was noch alles kommt. Viel kann es, glaube ich, nicht mehr sein. So. Jetzt auch schon wieder runter. Jetzt sind wir hier ganz oben. Little Tipworth. Ne, da kommen wir wieder nur da runter, wo ich eben schon war. Ach hier, sieh mal. Umspannwerk, oder? Das ist echt ein bisschen düster. Ist das der Bunker? Nee. Er hat ja gesagt, er wird sich runter in den Bunker schaffen. Steven. Ach, guck mal, da sind wieder Symbole. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Wieder dieser Druck auf den Augen. Ich kann die Beine nicht bewegen, mein Gesicht ist taub. Als ich zusammenbrach, wartete das Licht auf mich, fing mich auf und legte mich hin. Jetzt sammelt es sich zu meinen Füßen und beobachtet mich. Die Drucker spucken seitenweise Nullen aus. Es hat auch Angst. Alles ist okay. Alles wird gut. Ich passe auf dich auf. Es ist allein. Es hat Angst. Es ist so weit gereist. Alles okay. Ich kann dir helfen. Wir können jetzt zusammen sein. 10 Sekunden bis zur Signalfunktion. Wir können zusammen sein. 3 Sekunden. Okay. Ich weiß nicht, ob sie sich da nur was eingebildet hat. Hat es wirklich Angst gehabt? Ich meine, woher weiß sie denn, dass so ein Ding Gefühle empfinden kann? Oder waren das vielleicht nur ihre Gefühle, die da reflektiert wurden? Ich meine, das Ding war ja schon in ihr drin. Also es war schon in ihrem Kopf. Und sie sagte, wir sind eins, wir sind zusammen, aber... Ich weiß ja nicht. Aha. Wow. Ich hätte nie herkommen dürfen. Das war ein Fehler. Was willst du von mir hören? Du wusstest, worauf du dich einlässt. Wirklich? Tja, es tut mir leid, wenn wir ihren hohen Ansprüchen nicht entsprechen können, Dr. Collins. Vielleicht gibst du uns gewöhnlichen Menschen mal eine Chance. Was? Gewöhnliche Menschen wie Lizzie Graves? Hast du wirklich geglaubt, ich erfahre das nicht? Frank hat es mir erzählt. Hast du vergessen, dass es in diesem Drecksloch einen Menschen gibt, der mit mir spricht? Kate, es war nur ein Drink. Vergiss es, Steven! Verdammt noch mal! Kate, warte doch! Du warst mit ihr verlobt, Steven! Du hättest sie fast geheiratet! Oh komm schon, es war nur ein Drink! Warum zum Teufel hast du mich dann angelogen? Weil ich wusste, dass du sauer wirst und wir am Ende streiten. Du musst dich auf das Ereignis heute Abend konzentrieren. Du hast mir also einen Gefallen getan. Wow. Habe ich glatt vergessen, mich bei dir zu bedanken. Behandle mich nicht wie eine Idiotin! Du überreagierst. Ich weiß, du bist gestresst. Lass es. Einfach. Halt dich heute Abend von mir fern. Du wirst mir das nicht kaputt machen. Kate. Kate, komm schon. Das ist doch verrückt. Kann man sie ihr verübeln? Ich meine, ich hätte auch keinen Bock darauf, dass meine Frau mit ihrem Ex-Verlobten auf einmal loszieht und was trinkt. Wir wissen, Alkohol ist der Teufel und sowas. Sowas führt immer nur zu einem. Zwischen Mann und Frau meistens. Ja. Gott, hast du mit
deinem Gesicht gemacht? Das ist nichts. Holst du Futter? Sieht aus, als wäre nichts geliefert worden. Ja. Die Telefone spielen verrückt. Ich kann keine Übertragungslogik ausmachen. Was? Was machst du mit dieser Farbe? Das heißt, das KFK reagiert tatsächlich mal schnell genug. Hör mal, Frank, hast du im Radio etwas von einem Grippeausbruch gehört? Mir kommt's nicht wie die Grippe vor. Die sperren den Zugang zum Tal, um es zu isolieren. Nein, irgendwas ist mit den Telefonen, aber ich habe noch nicht raus, was. Wovon redest du da? Hey, ich rede noch mit dir. Wo willst du hin? Was hat er denn vorgehabt? Steven. Na, Telefon? Es ist echt ein wunderschönes Örtchen hier, oder? So richtig idyllisch. Naja, war mal, aber... Ich frag mich halt die ganze Zeit, warum hier noch diese Telefone klingeln. Und wir Radioübertragungen hören, es ist doch niemand mehr da, der es sendet. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Hört mich irgendjemand? Clive. Clive. Hier ist Stephen Appleton. Bist du da? Kannst du mich hören? Over. Oh, komm schon, Clive, wo bist du? Verdammt! Kate. Kate, hier ist Stephen. Bitte komm, Turm 6. Kate, bist du da? Kate. Irgendjemand. Hallo, kann mich jemand hören? Hier ist Dr. Stephen Appleton. Ich bin in der Quarantänezone. Kann mich jemand hören? Over. Nein. Nein. Verdammte Scheiße, nein! Warte mal, Stephen ist mit der Farbe hier rum. Hat der überall diese... Hauptweg. Na komm, wir gehen mal wieder auf die Straße. Ich bin ja recht flott unterwegs. Weh. Weh. Okay. Ich glaube, man kann nicht jede Grenze überschreiten hier. Das ist schon toll, ne? Also ich finde es jetzt nicht so ganz so schön von der Lichtstimmung her, weil es mir doch schon etwas zu düster ist. Oh, dieses goldene Sonnenlicht. Schön. Schön, schön, schön. So, warte. Wir gehen mal den Bogen weiter. Und dann biegen wir irgendwann rechts ab, denn da ging es auch noch lang. Drive slowly. Bildwechsel. Ist das toll. Ich muss auch sagen, wenn wir Steven hören und dann diese Signale, das hört sich alles sehr bedrohlich an, oder? Dieses Brummen auf einmal. Dieses düstere Brummen. Das haben wir aber nur bei Steven. Jawohl. Doch, das tun sie. Du übertreibst einfach. Steven, sie starren mich an. Gestern im Dorf ist diese alte Frau auf der Straße stehen geblieben und hat mich angestarrt, als hätte ich zwei Köpfe. Sei nicht so melodramatisch. Ich fühle mich wie in einem Zoo. Oh, dieser Ort ist sowas von spießig. Keine Ahnung, wie du hier aufwachsen konntest. Tja, damals war ich anders. Und die sind nicht so übel. Na, du hast leicht reden. Gib dem Ganzen hier eine Chance, Kate. Sowas abgemacht. Ein Jahr hier und wir haben eine echte Chance aufs La Silla-Observatorium. Steven! Oh nein, da ist Lantham. Stephen Appleton,
Dachte ich doch, dass du das bist. Was hört man da über eine Yankee-Braut? Hallo? Zwei Köpfe, Steven. Hi, ich bin Kate. Naja gut, Yankee-Braut. Ich glaube, nur weil sie schwarz war, oder? Ist. Weil sie schwarz ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie noch lebt. Die Yankee-Braut. Ja, die Briten, die sind da vielleicht ein bisschen komisch. Weiß man nicht. Ist halt immer schwierig, wenn man in so eine kleine Gemeinde einzieht. Wenn man da nicht von Anfang an gewohnt hat und nur wieder zurückkehrt, dann denke ich mal, wird man da ein bisschen als Aussätziger behandelt. Vielleicht bist du doch bei Kate geblieben. Ich kann es dir nicht verdenken. Aber ich kann auch nicht auf dich warten. Ich muss jetzt an das Baby denken. Und, naja, ich hätte schon vor langer Zeit weggehen sollen. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr, nicht zu gehen. Aber ich liebe dich, Steven. Und ich hoffe, du findest deinen Frieden. So oder so. Oh, da kommen Flugzeuge. Oh nein. Da hat sich leider Lizzie aufgelöst. Schade. Sie hat bis zum Ende auf Steven gewartet, aber er kam nicht. Och Mann, ist das schade. Ich find's sehr schade. Dass sie nicht mal ihre Liebe hatte zum Schluss. Na, ich sag ja, mittlerweile habe ich meine Meinung so ein bisschen geändert. Ich meine, natürlich, Kate war wütend, ist auch selbstverständlich. Aber ich glaube, die beiden haben sich wirklich geliebt. Warum auch immer er dann aber Kate geheiratet hat, Steven. Ich verstehe das nicht. Ich verlasse doch niemanden, den ich liebe, und suche mir dann jemand anderes. Naja. Gut. Nicht gut. Lizzie hat sich aufgelöst. Alles, als die Bomben kamen, habt ihr gehört? Auch mit Wendy war es ja so. Ich habe leider das mit dem Pater vermisst. Verpasst. Vermisst, ja, vor allem. War es mit den anderen auch so, als die Bomben kamen? Diese Gasbomben, haben die sich alle aufgelöst? Ich spreche es mir selbst wieder und wieder vor, im Dunkeln. Während ich mit den Fingern kaltes Essen aus einer Dose löffle. Mein Name ist Catherine Collins. Ich bin Catherine Collins. Als könnte ich die Welt zwingen, meine Existenz anzuerkennen. Die Zeit hat aufgehört, real zu existieren. Mir bleibt nur noch die Tage an der Wand zu markieren. Wie eine Höhlenfrau. Okay. Wie lange hat sich das eigentlich hingezogen, bis es soweit kam? Mit diesem Licht. Oha, ich komme ja nicht weiter. Ich wollte schon sagen, ich bleibe hier doch nicht hängen jetzt. Naja. Oh, was war das in der Scheune? Habt ihr das gesehen? Das war unheimlich. Okay, aber Leute, ich würde sagen, nächstes Mal erfahren wir, wie es weitergeht. Ich mache hier ein Päuschen. Ich würde mich natürlich wieder sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Ich danke fürs Zusehen, danke für euer Feedback. Und bis dahin, mit Everybody Has Gone to the Rapture.